Servus, liebe Wander- und Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier da mit Markus und Tom. Wir haben einen Overnighter gemacht. Im Regen. Erst Schnee, Regen und ja, war einfach nass. Ja. Genau, Video ist ja auf meinem Kanal. Und heute machen wir wieder ein bisschen eine Talkrunde. Wir haben einfach Lust. Und das Thema soll sein UL. Also Ultralight. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Vorteile, Nachteile. Bei mir ist es selber so. Ich bin also kein Ultralight-Fetischist. Ich bin ein Komforttyp. Also ich trage auch mal gerne schwerer, damit ich es gemütlich habe. So ist es halt bei mir. Und für mich selber macht Ultralight Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel Schwereres mitnehme und Leichtes. Ja, also kann ich dann kombinieren. Habe ich was Leichtes dabei, kann ich was Schwereres draufpacken und so. Und das soll das Thema heute sein. Macht es Sinn oder nicht? Tom, Markus, wie seht ihr die Sache mit dem Ultralight? Ja, ich versuche halt schwere, zum Beispiel schweres Kochgeschirr zu vermeiden. Da bin ich jetzt auf Titan umgestiegen mit der Tasse und mit dem Topf. Um allgemein halt kein Kilo oder zwei Kilo nur an Kochgeschirr rumzuschleppen, nur um Wasser zu kochen und eine 5-Minuten-Terrine warm zu machen. Und versuche dadurch halt einfach platzsparender entsprechend zu arbeiten. Und halt auch ein bisschen Gewicht einzusparen, um halt vielleicht nochmal einen Komfortgegenstand mitzunehmen. Wie zum Beispiel jetzt gerade bei diesem nassen Wetter, dass ich sage, ja, ich nehme noch meinen Regenanzug mit, der halt entsprechend 500-600 Gramm wiegt, die ich mir dann halt quasi wieder eingespart habe. Klar, es ist halt wieder für viele ein Schmarrn, wenn ich irgendwas weglasse und dafür wieder was reintue. Aber gerade bei manchen Wettersituationen ist es durchaus sinnhaft, dann halt einfach zu sagen, ich nehme das nochmal extra mit, weil mir das halt einfach, wenn ich 6 Stunden lang im Lager hocke, dass mir nicht frier oder nass wird. Ganz genau. Also Markus, was meinst du? Was mich interessieren würde, wie siehst du das bei Ultralight? Sagst du jetzt, wenn du was Leichtes hast, das geht schneller kaputt, ist halt nicht so robust, ist halt eben leicht. Und der Nachteil auch, ist es ja auch viel teurer als das Schwere. Ne? Also du zahlst quasi drauf. Nicht zwingend, sag ich jetzt mal, wenn man mal das Beispiel auch nimmt, wieder Töpfe. Mhm. Du hast im Endeffekt Aluminium, du hast Edelstahl. Und hast Titan. Ja. Titan ist jetzt das Leichteste. Mhm. Alu ist jetzt relativ leicht noch, aber ist jetzt nicht so robust. Ja, wenn man jetzt natürlich jetzt Edelstahl und Titan vergleicht, ja, dann muss ich natürlich einiges an Mehrkosten mitberechnen, wenn ich jetzt auf Titan umsteige. Mhm. Ich bin auch ein Freund von Titan, weil es einfach ja, leichter ist, aber genauso oder ähnlich robust wie Edelstahltöpfe oder Tassen. Drum, ja, man muss ein bisschen abwägen, wo es macht Sinn, wo es ja, vielleicht UL sogar Schrott, wie wenn man jetzt zum Beispiel einen billigen Alutopf nimmt oder so, der wo es im Rucksack verformt, weil man einen Schlafsack drauf drückt. Ja. Da macht es jetzt für mich keinen Sinn. Alu ist ja eher ein bisschen, sage ich mal, ja, umstritten, was gesundheitliche Sachen angeht. Und es brennt sich halt einfach ein immer. Ja, also UL macht für mich in dem Bereich Sinn, wo ich keine Nachteile damit habe, wie jetzt Haltbarkeit oder sonstiges. Mhm. Oder wenn ihr irgendwelche Bergtouren macht, dann möchte ich jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag einen Topf rumschleppen, der ein halbes Kilo wiegt, sondern da macht es dann schon Sinn, mal einen Topf mit 120, 130 Gramm zu haben. Mhm. Aber jetzt so Bushcraft-mäßig jetzt einfach mal 2-3 Kilometer in den Wald laufen und dann also spielt jetzt Gewicht eher eine untergeordnete Rolle, weil jeder hat irgendwo so sein, finde ich, oder hat sich so rauskristallisiert, wenn ich so andere Bushcrafter da, mit denen ich auch drüber quatsch, jeder hat irgendwo so sein, ja, sein persönliches Rucksackgewicht, nenne ich einmal. Ich bin immer so meistens zwischen 22 und 25 Kilo. Der Thomas zum Beispiel, was ich so mitkriege, immer so um die 20 Kilo rum. Mhm. Und ja, da, für den Bushcraft-Bereich macht es jetzt keinen Sinn. Da soll es ja ruhig ein bisschen robuster sein, weil man ja doch ein bisschen grober unterwegs ist. Ja, das schon. Und was ich noch sagen wollte, ja, ja, wie der Tom schon gesagt hat, ja, im Wald dann, ja, da kaufe ich jetzt für 100 Euro einen Topf. Dann spare ich mir 300 Gramm und dafür lade ich wieder 500 Gramm von was anderem dazu, dann habe ich irgendwo nichts gewonnen, weil dann lasse ich lieber das andere vielleicht sogar daheim. Ja. Ja, und konzentriere mich auf die Basics. Aber wie schaut es dann aus, wenn du eine Bergtour machen würdest oder eine längere Trekkingtour? Also ich habe zum Beispiel einen zivilen Rucksack, der wiegt leer so 1,4, 1,5. Und ja, wenn man das dann natürlich im Sommer macht, dann macht es sich schon bemerkbar, wenn man dann nur mit dem Swagman, der ist ja auch relativ leicht, sage ich mal, und ein paar andere leichten Sachen wie mein Tarp rumläuft, das muss man, also da muss man natürlich schon vergleichen. Ne? Wenn jetzt dann das schwere Equipment dabei hast, einen Berg zu steigen, ich meine, anstrengend ist es so oder so, wenn man es sich jeden Tag macht. Aber macht es eben da Sinn, beziehungsweise wie ist eure Erfahrung mit dem Material, sage ich, für Tarp, Isomatte etc.? Also ich
finde halt persönlich auch bei einer längeren Trekkingtour, da wir jetzt ja schon zwei längere gemacht haben, den Panoramaweg teilweise gelaufen sind und den habe ich halt auch mit dem Militärrucksack gemacht und habe es eigentlich nicht bereut, den genommen zu haben, weil das Rucksäcke sind, die mir halt einfach bequem sind, die ich gut am Rücken tragen kann, die ein gutes Tragegestell haben. Klar, es gibt halt auch Ultralight-Trekking-Dinger, die halt wirklich sehr, sehr leicht sind und auch vielleicht ein gutes Tragegestell haben, aber für mich ist das immer ein gewisser Konsens, den ich irgendwie machen muss. Es passt, ich nehme es in Kauf. Meine Rucksäcke sind jetzt nicht so schwer, die haben keine 5 Kilo, sondern da wiegt mein kleiner 45 oder 40 Liter, der wiegt 1,5 Kilo. Und mein Crusader, der wiegt, wenn ich jetzt im Winter unterwegs bin, ohne Seitentaschen 2,5 Kilo. Und da bin ich dann einfach, nehme ich es in Kauf, dass ich den etwas vielleicht halbes Kilo schweren Rucksack nehme, aber der passt mir perfekt und damit kann ich dann halt auch einfach bequemer laufen. Also bei mir ist der Rucksack sehr bequem, muss ich sagen. Das ist der Ayacucho. Der hat 55 plus 10, also 65. Das Problem ist bei dem, der ist halt sehr schmal und es geht halt nicht alles so rein. Also für den Winter wäre der total untauglich. Für den Sommer kann man den nehmen, aber was mir halt aufgefallen ist, das Material ist halt recht windig. Mhm. Also es fühlt sich so an, als wenn es halt gleich zerreißt irgendwie. Ja. Oder ja. Die Klipse, die sind einfach anstatt wie jetzt beim Militärrucksack so fett. Die sind halt so dünn. Das ist alles so, man meint, das geht gleich kaputt. Bis jetzt ist es nicht passiert, aber ich bin trotzdem kein UL-Fetischist, weil ich halt einfach diesen Komfort mag. Ja. Ja, das ist immer dieser bisschen der Mittelweg, den man jeder für sich persönlich da irgendwie finden muss. Ja, persönlich. Ja, ich habe zum Beispiel einen Fellraven-Rucksack, ich bin von dem auch sehr begeistert. Das ist ein Trekking-Rucksack, der ist sehr leicht und so, mit 45 Liter. Aber den würde ich jetzt nicht für irgendwelche Alpintouren zum Beispiel verwenden, weil ich war jetzt schon mal ein paar Tage in die Berge, dann wanderst von Gipfel zu Gipfel und wenn du mal keine Kraft mehr hast oder so, dann will ich den Rucksack abschnallen und am Boden hinschmeißen, ohne dass ich vielleicht mit einem spitzen Stein gleich ein Loch reinmache oder eine Schnalle bricht oder sonstiges. Ist bei mir auch so, einfach und herreiben können das Ganze. Ja, ich würde jetzt nicht vielleicht mit dem Terminator da irgendwelche 3000er erklimmen, wenn du dann so 5 Kilo Leergewicht am Rucksack rumschleppst. So wäre jetzt nicht der Plan. Aber so, ich finde da immer einen guten Mittelweg oder wie du auch vorher gefragt hast, wie es mit Isomatten ausschaut. Mhm. Mir bringt es nichts, wenn ich 300 Gramm aufblasbare Isomatten habe und dann liegt irgendwo ein Stock und der sticht mir ein Loch rein, ja, weil dann habe ich ein Problem. Feierabend. Also da muss ich wahrscheinlich vielleicht, wir haben ja eh meistens dann die Z-Light als Backup-Isomatte oder da zum Unterlegen dabei. Da haben wir es ja wieder. Das, jetzt dann, hast du dann die Ultralight, du musst aber ein Backup mitnehmen, theoretisch. Ja, weil halt Ultralight in gewissen Sachen einfach zu unrobust oder zu schwach ist. Ja, aber wie kann man das jetzt so ein bisschen komprimieren, das Thema, gut oder nicht? Natürlich ist es gut. Die Frage ist, ist der Preis, der Aufpreis für dieses UL-Zeugs eigentlich berechtigt? Ist das jetzt ein Hype-Preis? Ja, weil die sagen, UL ist ein Hype oder ist sehr beliebt bei Bergtouren und so. Ja, und das heißt eigentlich mehr für weniger oder dieses Material ist doch eigentlich... Ich glaube, das kommt auch sehr speziell auf das Einzelne drum drauf an, was es jetzt ist. Und wie gesagt, da muss man halt immer gucken. Ne? Also da. Ja, es gibt vielleicht also gewisse... Neben Sparte, was vielleicht auch ein Hobby ist, weil wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt ultra light unterwegs sein und das einfach der Leidenschaft ist, ja, alles so leicht wie möglich zu machen, dann schneidest Zahnbürsten irgendwo ab, dass das ist für mich ein halbes Gramm Spaß und also, so. So eine Leute gibt es, die haben ja auch Spaß damit. Und, natürlich, ist eine Wissenschaft. Aber ich finde, man übertreibt es vielleicht auch in gewissermaßen, weil jeder erwachsene Mann, sage ich jetzt einfach einmal so pauschal, kommt mindestens 20 Kilo auf seinem Rücken dran. Kannst du deinen Hut auch teilen, dann hast du halt nur eine Hälfte. Ich schneide den Rand weg, dann habe ich Mütze. Nee, das ist natürlich nur Spaß, aber ja, es ist eine Wissenschaft. Man muss da experimentieren, man kann dann rumwiegen mit einer Waage. So bin ich halt absolut nicht gestrickt. Ich bin noch aus den alten Tagen. Beim Militär hat es geheißen, was? Dir ist der Rucksack so schwer. Meier, gib mal her. Und dann hast du den anderen Rucksack auch noch gekriegt, nach vorne tragend. Und dann war das klar, du hast nie wieder dich beschwert, dass irgendwas zu schwer ist. Ja. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Und ja, ich glaube, trauschau wem, oder? Ich meine, das muss jeder selber ausprobieren. Ja. Das möchte ich jetzt noch so als kleine Botschaft mitgeben. Wenn man das Geld hat, kann man damit hantieren. Tja, was soll man sonst so mit auf den Weg geben? Haben wir es jetzt? Also, Fakt ist, Ultralight ist teuer. Ultralight ist aber teuer. Aber nur weil dann teuer ist, nicht unbedingt besser, wie wenn man jetzt einen Rucksack nimmt, weil wenn ich da ein Loch reinstich, dann hilft mir der 1.000 € Rucksack, der wo ein halbes Kilo wiegt, sage ich jetzt mal übertrieben, auch nichts. Ja, also ich habe da schon Angst, dass ein Loch reingeht in meine UL 7er.
weil es ist schon toll. Ich meine, das war natürlich schon eine Verbesserung. Ich hatte früher immer eine Thermarest selbst aufblasend, die wiegt, die hat das Platz, Packmaß und so. Das ist schon toll mit der. Ich habe halt immer Angst, dass sie kaputt geht. Genau. Habe aber immer die Isomatte, Faltmatte noch als Backup und zum Sitzen sowieso dabei. Ja, die haben ja nicht umsonst schon standardmäßiger Reparaturkit in einem Packsack drin. Ja, richtig. Gut, aber muss jetzt zum Beispiel auch sagen, von der Anwendung her, du nimmst jetzt die etwas teurere, leichte Isomatte, die tust du ja meistens in den Biwaksack rein oder auf eine Unterlegsplane und da hast du dann meistens kein Problem. Warum habe ich noch eine zweite Isomatte dabei? Das ist halt einfach hier, dass ich nochmal was habe, wo ich mich draufsetzen kann, ja, klar. Weil ich möchte mich jetzt nicht unbedingt hinten auf die Isomatte und auf den Biwaksack draufsetzen. Genau. Und da kommt es halt auf 300-400 Gramm, finde ich, auch nicht drauf an. Vielleicht hast du dann entsprechend wieder das Gewicht von der schwereren, günstigeren, ja, aber du bist nicht so flexibel. Ja, ich möchte auch mal was noch dazu sagen. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Sommer ist natürlich ultraleicht viel leichter, ist klar. Winter ist immer schwerer. Ja, Leute, ich kann nur raten, wenn ihr das Geld habt, probiert es gerne mal aus. Macht es vielleicht so wie ich. Leichtes rein, schweres raus, dafür anderes schweres wieder rein. Und so bleibt sie beim gleichen Gewicht, habt aber mehr Komfort dabei. Wäre so auch eine Möglichkeit, oder? Genau. Aber was man halt noch machen kann, um einfach mal ein bisschen einen Sinn für seine Ausrüstung zu bekommen, das habe ich gemacht. Ich habe meine komplette Ausrüstung mit einer Waage abgewogen und habe es mir in eine Excel-Tabelle rein und habe dann halt einfach mal ein bisschen rumprobiert. Mhm. Ja? Und dann kommt man dann ganz schnell, wenn man sagt, ja, ich lasse jetzt das vielleicht, das wäre noch unnötig, das wäre noch unnötig, das wäre noch unnötig. Und schon hast du dir schon wieder nicht unerheblich gespart, weil du das halt dann einfach auch bewusst machst. Also meine Erfahrung ist aber auch, wenn ich einen schweren Rucksack habe, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von 18 plus aus, ja, und du legst noch einen Swagman mit 400 Gramm oder sowas dazu, das merkst du gar nicht mehr. Das war kein Unterschied. Der zieht deswegen nicht mehr runter. Ja, summiert sich dann aber die kleinen Teile, wo du dann, genau, dann sagst halt noch, ach, ich tue noch das noch mit rein, wenn ich gerade beim Fertigpacken bin. Ach, dann gehst in deinen Kammerl zurück und schaust nochmal, oh, das Drum könnte ich jetzt auch noch mitnehmen. Also wie gesagt, es ging halt wegen der Excel-Tabelle halt darum, um sich halt einfach ein bisschen das bewusster zu machen. Ja. Fazit, Markus, was meinst du? Ultralight, ja, auf jeden Fall situationsbedingt, ja. Genau. Lange Strecke, leichteres Gewicht, kurze Strecke, mehr Komfort von mir aus und schwereres Gewicht und natürlich die Preisfrage, ja, haben wir überall jetzt schon erwähnt, auf jeden Fall, ja. UL ist teuer und darum sollte man sich da vorher Gedanken machen. Also da kommt bestimmt noch einiges an Backups, als Loadout-Videos und Versuchsreihen. Wir werden den Sommer ja auch haben und bestimmt machen wir drei auch mal eine kleine Wanderung, ja, ja, und nicht nur immer bivakieren, so wie im Winter jetzt. Ja. Und da wird sich schon einiges herauskristallisieren. Ja, du wolltest noch kurz was sagen? Ja, ich sage jetzt mal, die Preise für das Titangeschirr, die sind jetzt auch nicht so wild. Weil wenn ich jetzt im Endeffekt hochrechne, ich kaufe mir drei günstige Sachen, Edelstahl, Alu, irgendwas und irgendwann habe ich das Geld im Endeffekt zusammen, wo ich mir gleich hätte einen Titan kaufen können. Ist auch wieder wahr. Okay, an der Stelle danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es konnte, ja, man konnte ein bisschen was auf dem Weg mitgeben. War jetzt nicht viel, wir müssen uns auch ein bisschen mit der Zeit zurückhalten, sonst wird es wieder uferlos und wir schwenken dann aus. Deswegen gibt es dann hier wieder demnächst ein interessantes Thema, Militärausrüstung, ja oder nein, Vor- und Nachteile. Finde ich auch ganz spannend, kann man immer sich kaputt diskutieren. Ja. Das beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Jedes Video wird eigentlich über eine Stunde laufen. Ja, ja, genau. Aber das sind so hier so die Lagerfeuergespräche, die man führt, wenn man draußen ist. Okay, macht es gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Ciao. Servus.